slash live. Ist klar. Wieso kann er nicht return to launch? Das frage ich mich auch. Aber geht nicht. Vielleicht, weil ich schon zu lange unterwegs bin und der den Safe verworfen hat oder so. Das ist halt das Traurige, ne? Ich habe halt kein Safe mehr. Ich weiß halt nicht, vielleicht gibt es noch einen Quick Safe. Ich weiß aber nicht, wohin der mich führt. Ehrlich gesagt. Das ist früh. Das ist sehr früh. Wir haben noch 2 Minuten 29. Na, okay. Das war früh, aber wir haben immer noch nicht genug. Wir könnten natürlich mit ihm... Kann ich von hier? Nee, von hier kann ich auch nicht reverten. Edible von 10 years. Das heißt, eine Zombie-Apokalypse kann man auf jeden Fall 10 Jahre überleben, ja. Sehe ich das denn richtig? So. Ich guck nochmal, wie das Target hier ist. Achso, nee, das ist ja schon richtig. Ist ja schon Target. So. Und dann gucken wir, wir sind gerade hier auf der Apoapsis. Hier. Ziehen wir den mal lang hier. So. Einmal so. Ja, und das ist halt das Problem. Dann müssten wir vielleicht erstmal den Mond ein paar Mal ziehen lassen. Weil genau das, was ich jetzt quasi gerade tue, das habe ich ja schon beim letzten Mal gemacht. Und ich kann ja nicht an der Apoapsis oder hier. Nee, pass auf. Dann machen wir das so. Weg. Wir warpen jetzt mal ein paar Umdrehungen. Was natürlich nicht geht, weil wir viel zu nah dran sind. 15 bis 20 Mal von Mun gestartet bist, um irgendwie einen Absturzkurs zurück auf Körbel zu bekommen. Ja. Es nervt, dass der hier das jedes Mal... 120.000 Meter. Können wir jetzt besser vielleicht... Warte mal. So, Periapsis, Add Maneuver. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich das lang ziehe? Dann ist er immer noch da. Wir müssen warten, glaube ich, bis diese Linien ungefähr hier sind. Gell? Ist das so? Diese Ascending Node? Ich glaube. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir einmal die Periapsis ein bisschen erhöhen müssen. Sonst raste ich nämlich gleich aus, wenn ich jetzt mal hier... Auf über 120. Oh, das ist ein bisschen viel. Kilometer. Mein Gott. Jedes Mal, wenn ich hier... Was? Ach so, ach, das war es... Ah, okay, das sind schon 93. 95. So. 220, ja, das soll ja reichen. War ja nicht so viel anzupassen. Was steht denn da? 186. Okay. Das heißt, was ist das hier? In 14 Minuten nur 53 Meter pro Sekunde anpassen. Okay. Das geht ja. Einmal schon mal aufstellen. So. Einmal vor. Der Orbin fetzt nicht, nee. Genau das Gegenteil macht er hier gerade. Der fetzt mal gar nicht, ey. Stopp, 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 stopp. So. Stopp. Alles klar. Und dann jetzt.
Alright, Periapsis 186. Jetzt sollten wir aber mal ein bisschen hier warpen können, ja? Ach so, ja, aber ein bisschen schneller zumindest schon mal. Bap, bap, bidibi, bap, bap. Was? Abort Mission, dann kann ich reverten, was? Kann ich das? Ich kann was? Ich kann mit einem zweiten Rechtsklick auf deine Node in ein anderes Menü schalten. Dann hast du eine Löschen-Button und ein Plus-Minus. Mit dem Plus-Minus kann ich die ganzen Orbit-Umrundungen hinzufügen und schauen, wie die Node später aussieht. Florian Ben, vielen Dank für deinen Follow. Orbit-Umrundung hinzufügen, um zu schauen, wie die Node später aussieht. Okay, das muss ich mal ausprobieren, aber das klingt mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch für heute noch. Heute haben wir, naja. An der Apoapsis ein bisschen Prograde, bis du so 5000 Meter auf der Periapsis hast. Plus, minus, was? Hier? Was ist jetzt hier? Kannst du mal hier ein bisschen schneller machen? Oder wie ist das hier? Hallo? Ah. Vielleicht reicht das ja schon. Können wir mal gleich gucken. Beziehungsweise gehen wir einmal bis zur Apoapsis. Stopp. Add Maneuver. Vor allem, weil sich die Linien offensichtlich doch nicht ändern. Das heißt, die gehen gar nicht mit hier. Und das verstehe ich auch nicht. So, ah, guck mal. Aha. Aber warum ist das denn jetzt hier die Periapsis? Ne, das wäre wieder so ein Mist. Das wäre nämlich wieder so ein Mist. Der verlässt den. Ah, der Mond ist dann schon längst hier dran vorbei. Verlass mich nicht. Oh. So, besser ich komme von... Ich soll das vielleicht so machen. 1,9 ist die Periapsis. Kommt mir irgendwie so spanisch vor. Guck mal. Periapsis. So. Aha. So. Das ist auch seltsam. Hä? Was? Dreidimensionaler Raum und so, hm? Irgendwas hier ist ja mit der Node schiefgelaufen, offenbar. Wie mit dem Berg und den Propheten? Was denn? Wie komme ich mit dieser Node hin, wenn sie nicht beim nächsten Mal nutze, sondern das erst 1, 2 mal 3 komplett rumfliegt und sie dann benutze? Ach so. Also sozusagen quasi hier eine Node und du meinst jetzt hier plus, minus. Ah, okay, verstehe. Ah. Das ist natürlich praktisch. Da gebe ich dir recht. Das heißt, aber dass ja hier dann schon der Mond natürlich noch viel weiter ist. Gell? Ja. Und trotzdem, irgendwas. Wie hab ich. Warum kommt mir das bei. Seit ich mit dem Kollegen hier unterwegs bin, kommt mir das viel komplizierter vor, in die Umlaufbahn zum Mond zu kommen, als mit den anderen beiden. Weil jedes Mal mir der Mond irgendwie abhaut, wenn ich dahin will. Woran liegt das? Bin ich zu langsam? Liegt das einfach daran, dass der Mond ungünstig zu mir steht? Oder woran liegt das? Jedes Mal habe ich genau das. So. Ich komme irgendwie
von hinten und komme nicht mehr in den Mond rein. 24 Stunden Stream. Dass er das relevante Gravitations... Ja, da waren wir aber schon. Guck mal, da waren wir schon, glaube ich, dreimal mit dem gleichen Schiff da. Und jedes Mal, wenn ich da bin, kriege ich nicht den Orbit hin. Ich komme einfach nicht in den Orbit rein. Guck mal, der verzieht auch komplett irgendwie... Was ich auch nicht verstehe, ist, warum der... Ich komme hier hin und dann werde ich quasi komplett rausgezogen irgendwie. Also auch auf der Y-Koordinate. Du musst ja mal am äußeren Rand deiner Beschleunigung treffen. Ja, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Also, den quasi so zu treffen. Egal, was ich hier drehe, jedes Mal ist der halt falsch. So. Guck mal. Deswegen versuche ich halt auch schon, einfach die Zeit so lange vorzudrücken, bis der halt endlich irgendwo ist, wo ich den erreichen kann, aber egal was ich mache. Kommt der richtig rein? Nein. Kommt der nicht, Ulin? Wir haben es schon dreimal gemacht. So wie es gerade war. Weil meine Umlaufbahn im Körbel schon scheiße ist. Ist das so? Zu langsam, zu schnell, was ist denn daran scheiße? So, stopp. Wahrscheinlich zu langsam, ne? Oder? Richtig. Schon wieder. Es ist egal, was ich mache. Es ist immer kacke. Och, Menno, ich wollte... Orbit ist im Verhältnis zum Mond schräg versetzt. Du und deine Tutorials. Halt, setz dich hin und halt deine fiese Schnauze. Mit der Renntaktik. Nee, haben wir wieder zu wenig Sprit. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir. Hier sind wir am schnellsten. Wir müssen hier. Obwohl, dann sind wir da am schnellsten. Nee, wir müssen hier. Kurs angehen auf dahin. Ey, nein. Wie lange spiele ich schon? Seit 3 Tagen. Und heute seit 8 Stunden. 8 Stunden. Seit wann habe ich. Wann habe ich denn das letzte Mal einen 8-Stunden-Stream gemacht, bitte? So. So. Ach so, der Mond ist noch mein Target, ne? Da. 21 Sekunden brennen, alles klar, das machen wir jetzt. Das heißt, was muss ich machen? 57 Minuten in die Zukunft. Das mit den Grad und den Nord-Süd ist falsch. Aha. Was wird das jetzt? Der Landeanflug. Ich kann ja nicht mehr zurücksetzen. Sonst würde ich zurücksetzen und
wäre dann auf der Erde und könnte von Neuem anfangen. Aber ich kann nicht zurücksetzen. Daher muss ich landen auf der Erde. Anders geht das nicht. So, Moment. Erstmal hier angucken. Wir sind ja noch zu dick, ne? Wir brauchen ja den Motor gar nicht. Der reicht ja vollkommen. Achso. Ja. Schauen wir mal. Kriege ich hier irgendwas? Habe ich eigentlich überhaupt? Nee, habe ich nicht. Okay. Gar kein Science hier. Crew Report bringt nichts mehr, ne? Nee. Okay. Also wirklich. Wunderbar. So, das sollte ja reichen, oder? Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ich wollte ein bisschen weiter. Aber gut. Reicht ja. Ich will ja nur da landen. Von daher. Ich gebe auf. Nee, ich... Ja, jein. Jein. Ich meine, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn ich nie den Sprit habe und der Mond auch irgendwie komisch liegt und ich falsch angeflogen bin, ich theoretisch den Start schon ganz anders hätte machen müssen. Ich finde jetzt die Erde hier nicht. Sehr gut. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Das heißt, das einmal weg. Wunderbar. Dafür kriegen wir noch ein paar schöne Bilder. Huhu. Hä? Nur wenn du ziemlich gerade bist, was denn? Mein Wort. Oh, warte. Mist. Bin ganz falsch rumgedreht. So. Glück gehabt. So. Houston. Wir sind im Landeanflug. Wenigstens landen wir auf dem Wasser. Immerhin. Und wir können mal austesten, wie das Brennen Schild hier funktioniert mit dem Crew Hatch. Weil hinterher wären wir vielleicht runtergekommen und der Crew Hatch, der wäre eventuell halt explodiert oder so. Ja. Hallo Sirafa, guten Tag. Guten Abend. Tatsächlich, wie ich gerade herausgefunden habe. Oh, ging darüber hin. Krass. Ihr und eure Diskussion, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es da geht. Wie geht's dir, Rafa? Was macht Dark Souls? Schon durch? So, ich warte, dass das Retrograd sich jetzt quasi auf Blau, glaube ich, dreht, oder? Warum muss ich denn so krass gegenlenken? Also Jeb würde das jetzt für mich übernehmen. Kampffall. Wenn ich das mal so sagen darf. So, wo sind wir? 9000, sehr gut. Können immer noch nicht... Was hier mit den... Was ist mit euch? Ah, jetzt, okay. Alright. Na gut. Durch. 7 Bosse. Naja, gut. Ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Ich habe mich nämlich überhaupt nicht spoilern lassen. Also, man kann sich, glaube ich, in Dark Souls nicht spoilern lassen. Das ist so verwirrend, die ganze Welt. Wenn man nicht selbst mal durchgelaufen ist, dann glaube ich... Ich habe zum Beispiel, glaube ich,
weiß ich nicht, 100 Streams gesehen, wie viele Stunden auch immer das waren, von Bloodborne und ich kenne mich trotzdem in der Welt von Bloodborne nicht aus. Also, trotzdem gucke ich es nicht. Einfach, weil ich auch keine Tipps haben möchte. Wenn ich es anfange, dann möchte ich es für mich spielen. Also, ohne es vorher zumindest gewusst zu haben. Jetzt werden wir ganz schön langsam fallen, ne? Ich habe das auch noch auf 1500 Meter hochgesetzt. Doggy ist kein Manöver. Das will ich nämlich meinen. Kann das nicht mal schneller gehen hier? Warte mal. Ich drück mal F5 für alle Fälle. Wenn du jetzt landen wollen würdest, würde ich versuchen, Retrograd exakt nach oben zu bringen. Ja, genau. Genau. So wie vorhin auf dem Mond. Da sind wir ja auch quasi. Nur da konnten wir Jeb sagen, dass er Retrograd für sich, für uns quasi übernehmen kann. Und er hat das auch ziemlich gut hingekriegt, muss ich sagen. Da mussten wir gar nicht selber lenken, sondern Jeb hat einfach nur die ganze Zeit Retrograd gelenkt. Und damit sind wir quasi perfekt auf dem Mond aufgekommen. Und das, obwohl wir auf einer Schräge gelandet sind, ging das ziemlich gut. Ein Malheur. So. Platsch. Holt mich nach Hause. Den Verlierer. Sie werden mich alle ausbuhen, weil ich sie immer noch im Mondorbit hinterlassen habe. Oh Gott. Es tut mir so leid. Valentina und Jeb.